Der eine macht ja die Collagen und so, die anderen machen irgendwelche Performance-Sachen hier mit dem Eis, das mit dem Eisblock oder hier, wo die eine von erzählt hat, wie sie einen Vortrag gehalten hat über dieses eine Foto von sich, wo sie irgendwie so Kanülen hier vorne zu stecken hat und man irgendwie nur so ein Teil des Gesichtes sieht und so. Mhm. Macht halt jeder was anderes. Wir haben also unseren Arbeitsprozess, das heißt ja eigentlich Theorie-Praxis-Seminar, so weitergeführt wie bisher. Und die, ja, diese Seminartage oder Arbeitstage, die wir haben, bestehen natürlich, ich sag mal so, schon zu 70-80% auch aus Arbeitsgesprächen. Zu Anfang war es erstmal ein wenig überrumpelnd, weil bin ich erstmal eher davon ausgegangen, dass es irgendwie einfach eher so ein Projekt ist, wo man irgendwie mit Leuten von da dann zusammen wieder irgendwas macht und so, und das dann irgendwie, dass ich dann dort quasi studieren sollte und so, das habe ich relativ plötzlich so erfahren und war da erstmal gar nicht so sehr darauf eingestellt. Da war ein Student, der vorhin seine Collagen gezeigt hat. Hier Guten Morgen, der mit den Collagen. Ja. Es ist eine interessante Auseinandersetzung. Ja, was ich immer streng fand und ich dich art, war nochmal, dass wir wenig gezeichnet haben. Wir haben eigentlich gar nicht gezeichnet. Wir haben absichtlich nur Praxis gemacht, keine Theorie. Als ich auch erst gehört habe, dass wir hier ein inklusives Projekt probieren wollen oder so, da war ich auch erstmal skeptisch. Ich bin eines Besseren belehrt worden in dem Fall. Ich bleibe aber trotzdem nach wie vor skeptisch, weil ich die Befürchtung habe, dass die Bedürftigkeiten, die Individualitäten bei Menschen mit Einschränkungen mitbringen, dass die zu wenig gefasst werden und zu wenig unterstützt werden unter Umständen und dass dann einzelne Leute aus der Gruppe vielleicht diese übernehmen müssen und da eine Zusatzbelastung in der Gruppe so entsteht, dass Situationen kippen können. In dem Fall lief das so wunderbar. Also ich glaube, es kommt halt individuell, wie gesagt, auf die Bedürftigkeit der einzelnen Individuen an. Ja, das ist richtig lecker, ja. Kochen die immer selber und rein Bio. Was mir gefallen hat, ist eben zu sehen, wie die tatsächlich ziemlich authentisch ihren eigenen Weg gefunden haben. Und da finde ich es wiederum spannend zu sagen, dass sich Kunst tatsächlich nicht diesen intellektuellen Grenzen und diesen normierten Grenzen so entgegenstellt, sondern tatsächlich zulässt, dass jeder dort seine eigene Sprache findet. Es war auf jeden Fall schon ziemlich interessant, halt in das Ganze halt mal so reinzuschauen und halt mal diese Einblicke zu bekommen, wie manche Sachen da so ablaufen und dann halt unter den anderen dann das halt endlich ganz normal dann halt da so mitzustudieren und so und dann auch einfach mitzulernen. Also mein Eindruck ist der, dass die sehr profitiert haben, dass die sich wohlfühlen, dass die integriert sind in der Klasse. Und die sind auch jederzeit wieder herzlich willkommen, also wenn sie weitermachen wollen. Also ich habe sie mal gefragt und sie sagen beide ja, sie wollen. Also sie haben da große Lust zu. Man müsste sich überlegen, ob sie weiterhin in dem Status des Gasthörers arbeiten wollen oder ob sie sich das auch zutrauen, noch tiefer in die Materie, vor allen Dingen natürlich die Theorie einzusteigen, die Wissenschaft. Auch mit dem Fahren immer hierher kommen und zurückfahren ist natürlich auch... Also jedenfalls diese drei haben das wirklich ganz hervorragend gemacht. Ich weiß nicht, wie es mit anderen ist. Also jeder Mensch ist nun mal anders. Und ich würde es jederzeit wieder tun und ich würde mich freuen, wenn sie da bleiben, ja.